Das Feuer und die Menschheit. Eine wechselvolle Geschichte. Wir brauchen es, um zu überleben. Und gleichzeitig bedroht es unsere Existenz. Wärme, Licht, Nahrung. Zerstörung, Vernichtung, Tod. An die 50.000 Einsätze liegen allein im Jahr 2009 hinter den steirischen Feuerwehren. Brandinfernos, Hochwasserkatastrophen und eine Vielzahl an technischen Hilfeleistungen. Seit 1870 ist das Wesen der steirischen Feuerwehren im Landesverband organisiert. In 17 Bezirken kämpfen heute tagtäglich Frauen und Männer zum Schutz der Bevölkerung. Um die Schlagkräftigkeit und Kompetenz der steirischen Wehren am höchsten Stand halten zu können, stehen dem Verband Referate und Sachgebiete für verschiedenste Bereiche zur Seite. So werden die Einsatzkräfte den steigenden Anforderungen bestmöglich gerecht. Ein dichtes Netz und ein gut durchdachtes System sind der Schlüssel zum Erfolg. Einzelnen Bezirksverbände bilden ein Team von Experten und eine perfekt auf die geografische Lage angepasste Wehr, die im Ernstfall bestens alleine, aber auch gemeinsam eine Schadenslage bekämpfen kann. Im Osten der Steiermark, mit den Bezirken Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg und Weiz. Im Südwesten mit Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz und Radkersburg. Im Nordwesten mit den Bezirken Judenburg, Knittelfeld, Liezen und Murau. Sowie im Nordosten mit Leoben, Mürzzuschlag, Graz-Umgebung und Bruck an der Mur. Und nicht zu vergessen, die Landeshauptstadt Graz. Über 50.000 Mitglieder in 17 Bezirken bei 778 Freiwilligen und Betriebsfeuerwehren sowie bei einer Berufsfeuerwehr. Durch eine einheitliche Ausbildung an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring ist ein so dichtes und bestens eingespieltes Netz an Feuerwehrkräften möglich.
die hohen Einsatzanforderungen, werden den Kameradinnen und Kameraden dabei in einer Vielzahl von Seminaren und Lehrgängen nähergebracht. Atemschutzgeräteträger, technische Lehrgänge, Maschinisten- oder Kommandantenlehrgang. Hunderte Feuerwehrmitglieder werden hier zu dem ausgebildet, was sie sind: engagierte Helfer in der Not.